Hallo ihr Lieben, ich begrüße euch zu meinem Adventskalender 2021. Ich versuche es dieses Jahr anders mal zu machen als irgendwie vorher schon mal. Ich filme das jetzt schon am 20. November. Ich hoffe, ich schaffe das, wie ich es mir vorgenommen habe. Ganz sicher bin ich mir nicht. Also ich bemühe mich. Und zur Erklärung, die Bilder, die ihr vorgeschaltet findet vor jedem Mal, das sind verschiedene Adventskalender, die ich im Internet für meine Blogs gestaltet habe, fototechnisch. Die ersten beiden, das erste ist alle Motive mit einer Glaskugel, wo so Bubbles drin sind. Seht ihr dann, die sind immer wieder anders gemacht. Und das andere sind Figuren, die wir haben, hauptsächlich von Jim Shore, aber auch ein paar andere. Und ganz zum Schluss, was hinten angehängt wird, ist ein Adventkalender, den ich selber gestaltet habe auf Papier. Den habe ich abfotografiert. Und zwischendrin kommt immer ein kleines Stückchen Film, in dem ich mein December Daily mache. So ist das geplant. Jetzt kann ich natürlich auch meinen Adventkalender von Kreativ Bunt aufmachen. Und das erste ist mit meinem Namen ein Holzblock. Ich habe wirklich keine große Idee, was ich mit so einem Holzblock machen soll. Ich nehme an, man soll irgendeine Karte oder irgendwas reinstellen, was für mich jetzt gerade sehr sinnlos ist, da ich keine Karten mache. Oh, fängt schon gut an, ne? Ja. Ich sage es. Ich werde immer als erstes den Adventkalender von Kreativ Bunt aufmachen. Ich verlinke den jetzt nicht unter jedem meiner Filme. Kreativ Bunt kann jeder finden unter dem Namen und ich habe sie mehrfach bei mir verlinkt. Nur zur Erklärung, nicht, dass sie denkt, aber es wird mir einfach irgendwann alles zu viel und zu much. So, jetzt habe ich hier noch so einen Block. Ich überlege. Ich lege mir den nur schon mal so ein bisschen parat. Bin mir noch nicht ganz sicher. Uppala, hole mal meinen December Daily hervor. Da ist jetzt nichts mehr dran passiert und das ist leider genauso blöd und faltig geblieben, wie es war. Okay, und damit fängt es an. Ich benutze dieses Mal die Seiten aus der neuen Flo. Gefällt mir sehr gut mit dem Kaffee und dem Tee, beziehungsweise wie bei uns ist das Tee. Es soll natürlich eine Kaffeekanne sein. Ich sehe die Form schon. Ja. Dann haben wir hier eine Seite, die wir mitgestalten können. Und da würde ich jetzt ganz gerne einfach aufkleben. Warte mal, muss ich anders machen, um da dran zu kommen, ne? Muss ich anders machen. Ich lasse das ruhig offen und lege es einfach so neben. Da passiert ja nichts. Und fange einfach jetzt mit der ersten Geschichte an. Und zwar möchte ich die Sachen aus der neuen Flo benutzen und die Sachen aus der neuen Daphne. Die neue Daphne habe ich zu meiner Schande noch nicht mal richtig gelesen und reiß schon an den Blättern rum. Also da wisst ihr Bescheid, was hier los ist. Ah, ich weiß, das kann man ganz schlecht, glaube ich, reißen. Das war doch das Problem hier mit dem Papier, oder? Wollen wir es mal probieren, ob wir es hinkriegen? Doch, es geht. Die Daphne war teilweise so komisch beschichtet, dann klappte das nicht. Ja, ich mache mal die Uhr an. Und wir wollen das natürlich unten weg haben, das ist klar, dieses brauchen wir alles nicht. So, da haben wir da unten schon mal eine Linie, hier das am Rande können wir auch ein bisschen abreißen. Wenn wir da den Bubble behalten, ist es genug, denke ich mal. Ne? So, das ist gerade, einigermaßen gerade. Ich würde das dann so aufkleben und überlege gerade, wie ich das oben mache. Also bin ich sicher, ob ich das so unbedingt brauche da oben. Bin mir nicht so ganz hundertprozentig sicher. Oder ob ich das als Tasche mache, wo ich noch was reingeben kann. Ich tendiere zur Tasche. Okay, ich tendiere zur Tasche. Genau. Die Kugel wollen wir schon ganz gern haben, denke ich mal. So. Okay. Könnte ich dann auflassen und von oben was reinschieben. Okay, dann suche ich mir mal ganz kurz eben meinen großen Stanzer raus. Und der fällt mir direkt in die Hände.
So, besser geht's nicht mehr, gell? Besser geht's nicht mehr. Halt. Zack, lieber. Okay, ja, ich habe keine so wirklich Idee, ganz ehrlich, aber ich habe mir jetzt vorgenommen, ich möchte unbedingt den Adventkalender machen. Ich überlege, mit welchen Farben wir arbeiten lieber da. Ich glaube, wir bleiben bei Vintage-Foto. Das erscheint mir noch die einfachste Geschichte zu sein. Dann könnten wir uns den Krumpler schon mal rausholen, für die Ecken gleich, dass das ein bisschen nett wird. Ja, ich weiß es nicht. Also, die Lage hier bei mir ist relativ schwierig, deswegen kann ich nicht genau sagen, ob ich es schaffe, wirklich das mit dem Kalender so zu gestalten, wie ich es mir vorgestellt habe. Jeden Tag jetzt filmen. Ich müsste jeden Tag ein, zwei Filme machen, denke ich, um die vorzuarbeiten. Bin ich ganz sicher, ob das wirklich alles so gelingt, aber ich versuche es halt diesmal. Und klebe das dann einfach so auf, sodass wir da gleich eine Tasche haben. Ja, das ist doch nicht so schlecht, oder? Und die Ecken wollte ich ganz gerne so ein bisschen abrunden. Das sieht immer nett aus, finde ich, ne? Das machen wir. Wo sich's ergibt, machen wir das. Okay. Dann können wir das so aufkleben. Believe in the magic of Christmas. Ja, ist doch schön, oder? Wenn das nicht schön ist, dann weiß ich es nicht. Ich finde das schön. Damit fängt es doch prima an. Ah, warte mal. Das ist so, da ist die Beschichtung. Wir nehmen jetzt lieber Fabletech. Sind wir nicht sicher, ob Glitterglue uns da weiterhilft. Wir kleben ruhig unten ordentlich fest. Das muss ja nicht so eine 300 Meter tiefe Tasche werden. Das ist ja sowieso Quatsch. Was Großes will man da ja wahrscheinlich wirklich nicht reingeben. So, dulle. Okay. Wunderbar. Damit fängt es doch schon mal ganz nett an. Haben wir mal gerade ein Papier, ein Schmierpapier, um vielleicht die Ecken so ein kleines bisschen einzukrumpeln. Ja, da ist jetzt noch eine Schrift drauf, aber ganz ehrlich, die stört mich jetzt persönlich überhaupt nicht. Die lassen wir einfach, ne? Da kümmern wir uns jetzt nicht drum. Das lassen wir einfach. So, das wäre jetzt einfach das Erste, was mir jetzt heute in die Hände gefallen ist. Und mal kurz festdrücken. So, dann hätten wir so eine Vorgeschichte, wo wir vielleicht noch Sachen reinschieben können, die uns noch ins Auge stechen. Und das wäre heute meine erste Seite. Ich mache es trotzdem mal zu, dass man hier nicht irgendwas, dass einem das nicht noch umfällt, ne? Das wäre ja blöd. Ich habe jetzt Folgendes gemacht. Ich habe alle Weihnachtspapiere, die ich noch hatte, von La Blanche und diesen neuen Block benutzt. Habe 31 bzw. sogar 32 Seiten dadurch, weil ich den ersten Silvester- und Neujahrstag möchte ich extra haben. Weil das unser Jahrestag ist halt. Und was mir immer nie gefällt bei diesen Papieren, dass es halt... Ja. Jetzt habe ich dieses hier gefunden. Das war irgendwie... Ich weiß schon gar nicht mehr. Eine Teeverpackung oder sowas. Ich glaube, war eine Teeverpackung. Jetzt habe ich einfach gedacht, ich klebe das einfach hier so auf. Wir machen es mal. Wir machen das einfach mal, ja. Ich weiß noch nicht, ich überlege schon die ganze Zeit, ob ich so kleine Möglichkeiten einbaue, um einen Zettel einzustecken, wo ich noch was dann aktuell im Dezember notieren kann. Ob ich das noch machen möchte, bin mir nicht ganz sicher bis jetzt, gebe ich zu. Das war eben eine Verpackung. Ich fand das ganz süß mit diesen Vögeln, oder? Was sagt ihr? Das ist doch ganz nett. Ja. Und das wollen wir auch außen gleich mal eben machen, dass wir das Abkrempeln machen. Ja, und so werde ich jetzt einfach die Seiten versuchen, ein bisschen nett zu gestalten. Ob mir das immer gelingt, weiß ich nicht. Deswegen habe ich euch diese anderen Adventskalender davor geschaltet.
gedacht, vielleicht gefällt euch das mal. Also speziell mir gefällt natürlich sehr gut dieses Geschehen mit der Glaskugel. Da habe ich so eine Glas, ganz große, die kann ich bei Gelegenheit mal zeigen. Die habe ich jetzt aber weggepackt, die kann ich nicht so schnell finden. Die ist unterm Tisch bei Fotogeschichten. Und da habe ich alle Fotos, also erstmal die Glaskugel gemacht als Foto. Und dann weiter bearbeitet mit zig anderen Fotos da drauf und dazu und dahin und daher und solche Sachen alles. Ne? Wir könnten jetzt einfach mal hingehen und gucken. Wir haben nämlich ganz viele tolle Sachen, an die ich mal rankommen müsste. Warte mal. Ich bin mir nicht sicher, wo das hier alles sich aufhält. Oh, ich krieg diese Dose. Ach, das war die Dose, die so schwer aufgeht. Ich weiß schon. Ich habe so Dosen, die gehen ganz, ganz, ganz schwer auf. Guck mal, hier habe ich jetzt zum Beispiel so einen kleinen Jungen. Der ist so mit dem Schlitten unterwegs. Und zwei so kleine Mädchen habe ich. Die sind auch niedlich. Die könnte ich zusammen vielleicht drauf tun. Und hier unten müsste ich mir irgendwas überlegen. Ho, ho, ho. Das passt nicht, es ist groß. Haben wir hier was anderes? Oh, guck mal, wir könnten hier so... Gibt nicht viel Sinn, ne? Ich weiß schon, gibt nicht viel Sinn. Wir könnten aber hier einen Weihnachtsmann hinmachen. Guck mal, das sieht nicht schlecht aus, ein Weihnachtsmann. Und dann habe ich hier zum Beispiel auch noch ganz viele Sachen aus dem Wald. Das ist mehr Wald, das sind mehr... Ah, okay, das ist mehr Herbst und Wald. Das lege ich nochmal zurück, ganz kurz. Einmal Lärm machen, bitte. So werde ich jetzt einfach sehen, dass ich das ein bisschen dekoriere mit den Sachen, die ich so habe. Und werde mal schauen, wie weit wir damit kommen, ne? Oder? Was meint ihr? Also ich benutze jetzt alles, was ich habe, möglichst. Gell? Ich benutze alles, was ich habe. Das soll einfach nur ein kleines, nettes Bilderbuch werden zum Anschauen. So, mit ein paar Zeilen, die ich später dann aktuell einschreiben möchte. So habe ich es mir eigentlich vorgestellt, ne? So habe ich es mir eigentlich gedacht. So, und dann könnten wir das Buch vom Nikolaus, dieses große Wünschebuch können wir, der kommt doch, das ist eigentlich der Nikolaus, ne? Oder ist das auch der Weihnachtsmann? Na, ist egal, wir haben das Buch auf jeden Fall hier. Kommt drauf. Jetzt machen wir die Überlegung. Ist auch ein toller Satz in Deutsch, ich weiß. Ich glaube, wir nehmen nur den Jungen. Und vielleicht ein kleines Stückchen Spitze. Ne? Das sähe vielleicht nett aus. Hier so. Oder, ne, warte mal, ich habe. Nee, machen wir anders. Machen wir nochmal anders. Ich habe so wahnsinnig viele Bordüren. Ich hole die mal eben kurz hoch. Es ist irre. Alles abgeschnitten von Lablanche-Papier. Es ist nicht zu glauben. Guck mal, dann könnten wir das mal verwenden. Ich muss das irgendwie zusammen tackern, das Zeug. Das macht mich wahnsinnig. Das ist jetzt wieder meine Geschirrspülmaschine. Hier ist immer irgendjemand und hat was zu erzählen. Das ist nicht normal. Es ist nicht normal. Ich hasse das ehrlich gesagt. So, wir haben hier... Warte mal ganz kurz. Schneiden und reißen wir mal ab. Das können wir schon mal dran machen. Ja, ich werde jetzt mich bemühen und so, was ich aus Zeitungen finde, möchte ich mit reinbringen. Und es wird eine etwas andere Art, als es sonst ist, weil dieses Vorgebastel ist nicht ganz so einfach. Aber ich muss halt gucken, wie ich das irgendwie auf der Reihe kriege. Also Tag... Sagen wir mal, taggenau schaffe ich das auf gar keinen Fall. Der Aufwand ist sehr, sehr groß mit Vorspannen und Musik drauflegen. Und ja, ich habe es schon ein paar Mal jemandem erklären wollen, aber die meisten verstehen nicht, wie viel Zeit in so eine Sache geht. Vielleicht, ich erzähle es euch einfach mal, wenn es euch interessiert. Also ich mache jetzt hier den Film, das ist das kleinste Problem eigentlich. Und dann gehen die Sachen schon los, ne? Dann... So, da machen wir nur diesen lieben kleinen roten Jungen drauf. Fertig. Fertig ist die Geschichte hier. Genau, so. Also die Seite, die ist für mich fertig. Die ist für mich okay.
Finde ich niedlich, oder? So, wir haben jetzt die erste Seite und ich werde diese Nummern von Daphne benutzen und auch aufkleben. So, dann habe ich auch gleich eine Nummerierung für den Adventkalender. Das ist immer ganz praktisch, finde ich, wenn man da die Zahlen hat. So, jetzt überlege ich natürlich nur, wo könnte ich es am besten hinkleben. Fangen wir mal einfach hier oben mit der Zahl in der Ecke an. Ne? Ob wir das jetzt immer so machen, weiß ich nicht. Und dann hatte ich vor kurzem, wo habe ich das wohl hingelegt? Hier ist noch ganz viel Zeugs. Muss ich mal eben greifen. Ja, das möchte ich gerne greifen, aber es ist einfacher gesagt als getan. Oh ja, guck mal, da haben wir schon was. Da haben wir schon. Das muss ich mir auch mit einer Spange irgendwie zusammentackern. Das sind nämlich alles Weihnachtsabschnitte von dem Papier, was ich hier verwendet habe. Und zwar habe ich mir jetzt so gedacht, ich möchte da auch was. Ich schneide es mal durch. Ich möchte da auch vielleicht ein bisschen was reinschreiben. Und folgedessen müsste ich ja auch irgendwie die Möglichkeit, müsste ich da nochmal durchtackern, müsste ich die Möglichkeit haben. Ist voll, ne? Schon wieder voll das Ding hier. Ach. Nee, warte mal. Ist nicht richtig auf. Müsste ich die Möglichkeit haben, da ein Papierchen einzuschieben oder einen Brief oder sowas. So, hier in diesem Fall mache ich es jetzt einfach so, dass ich es einfach aufklebe. Und kann dann, wenn ich es dann irgendwann alles fertig habe, ohne euch, natürlich, ich mache nur so, das ist ja jetzt vorgewaschelt, ihr wisst Bescheid, aber ausgestrahlt, gesendet wird das ja am 1. Dezember. Ist für mich auch ein bisschen verwirrend, gebe ich mal ganz ehrlich zu, aber ich habe hin und her überlegt, mir fällt da nichts zu ein sonst. Mir fällt einfach nichts dazu ein, wie ich es anders schaffen könnte. So, jetzt habe ich das so. Das gefällt mir schon mal ganz gut. Jetzt suche ich mir noch irgendwas aus, was ich vielleicht gerade mal so rumzwitschern habe. Warte mal, da war nichts drin. Aber hier, ich habe hier noch so was Tolles. Wollen wir mal schauen, ob wir hier noch was finden. Oh ja, guck mal hier. Da habe ich so viele, so kleine Kärtchen und so Abschnitte und Bilder. Seht ihr, jede Menge habe ich von dem Zeug. Habe ich wirklich viel, viel, viel von. Und ich versuche mal zu gucken. Ganz, ganz viele Karten. Ganz, ganz, ganz viele. Das finde ich süß. Merry Christmas to all. Wie viel Platz habe ich denn da unten? Mehr so hochkant oder mehr so schräg? Eine kleine schräge Karte oder eine quer vom schräg. Ich bin auch schräg. Dann habe ich natürlich noch ganz viel Vellum und Zeug, wo das sich jetzt befindet, weiß ich nicht. Okay, das ist sowieso alles schön, was ich hier drin habe. Das spielt gar keine Rolle. Wir haben jetzt die Möglichkeit, das Kind noch dazu zu geben. Hier so zum Beispiel. Hier brauchen wir irgendein Tier. Ja, ich werde mich dann bemühen, auch noch aus Zeitungen was dazu zu geben. Wenn ich es finde, heißt es natürlich, ne? Wenn ich es finde, heißt es natürlich. Guck mal, hier ist ein toller großer. Ah, nee, das ist nicht, das ist zu groß, ne? Das ist zu groß. Oh, warte mal, hier ist so ein kleiner Vogel. Wenn wir den kleinen Vogel da noch so drauf machen, das sieht süß aus, oder? Fertig ist die Laube für heute. So. Das wird ja ziemlich anstrengend werden, muss ich zugeben. Ziemlich. Weil. Ja, die sind super süß, diese Sachen. Die habe ich schon so viele Jahre. Die findet ihr auch, werdet ihr die vielen Motive, werdet ihr auch in diesem einen Adventskalender wiederfinden, den ich noch aus Papier gemacht habe. Mal gucken, wie die Zeit gleich reicht. Dann könnte ich euch den gerne mal ganz kurz zeigen. Muss mal schauen, ob ich ihn so finde.
Und dann kleben wir einfach den kleinen süßen Vogel mit da drauf und fertig ist das. Und dann kann ich hier, gucke ich mal gleich, was ich für Schreibpapier finde für mich. Auch das finde ich aber jetzt ganz nett. Ich weiß nicht, ob ihr es leiden möchtet. Also, ich habe diesen Block, diesen Blanko-Block dazu genommen schon mal, falls ich eine Seite mehr machen möchte. Kann ja mal sein, dass ich mal Lust habe und möchte mal irgendwas, was sich jetzt mit dem Papier nicht so verbinden lässt. Also die erste Seite ist schon mal ganz nett. Was ich, ich weiß, wo ich es habe. Guck mal, ich habe das so rausgerissen. Ich überlege, ob ich das dann benutze und es ist einfach auch ein bisschen blöd. Okay, gebe ich jetzt mal sofort, also stehenden Fußes zu. Aber ich habe einen ganz schönen alten Block und den könnte ich jetzt dafür benutzen. Ja, den könnte ich jetzt zum Schreiben für diese Geschichte benutzen. Das finde ich eine schöne Idee. Ich will das mal ausprobieren, wie sich das so darstellt. Ich runde auch hier die Ecken ab. Ich warte händeringend auf mein Paket aus Kanada. Ich habe mir das nochmal für November und Dezember, habe ich mir das zum Geburtstag, wirklich zum Geburtstag geschenkt selber, weil wir haben so viel Spaß an diesen Sachen, habe wirklich, wirklich, wirklich viel Freude und da sind wunderbar, ich habe schon gelinscht, weil ich konnte es nicht mehr erwarten, seht ihr, so habe ich mir das jetzt so ungefähr vorgestellt. Und dann sollen da so kleine Stempel, ach, ist das schön, reicht doch, oder? Und dann sollen da so kleine Stempel noch drauf, denn da kommen noch Hirsche. Also ganz viele Hirschstempel kommen in dem kleinen Paket. Und leider hängt mein Paket in USA seit dem 12. fest. Ja, ich werde ganz verrückt dadurch. Ja, ich werde ganz, ganz verrückt. Ja, mag ich nicht so gerne haben. Also, okay. Das wollen wir noch mal eben zu Ende machen hier. Da war ich noch nicht ganz fertig. Ich wollte es noch ein wenig einkrümpeln. Bisschen Farbe drauf. Okay. Ja, so gestalte ich mir jetzt Seite um Seite. Mal mit den Sachen von La Blanche, mal mit den Sachen, die ich noch habe. Mal mit Sachen, die ich vielleicht jetzt aktuell aus einer Zeitung bekomme. So, ne? Da ganz wie ich Lust und Laune habe. Ne? Da ist jetzt gar kein Plan dahinter. Seht ihr mal. Ich habe zum Beispiel hier, ich muss mal eben schauen, der fiel vorhin nämlich raus. Ich habe da so große, ich muss mal eben schauen, wo die sind. Das ist es, da habe ich zum Beispiel noch Sand. Ich habe so große Briefumschläge mal gemacht, so, ne? Hier seht ihr. Die habe ich bis jetzt gar nicht verwenden können. Ich hatte die und so, die habe ich noch fertig. Ne? Könnte doch sein, hier oder so Ecken, guck mal, die habe ich alle schon fertig. Und Tags, oh je, das wusste ich schon gar nicht mehr. Das ist, hoho, da freue ich mich. Ja, die werde ich auch verwenden jetzt. Jetzt habe ich sie doch. Die sind so groß, dass ich mir vorstellen könnte, dass ich es hier einschieben kann, oder? Wow, wie toll ist das denn? Passt. Da freue ich mich. Also das werde ich auch verwenden, sage ich jetzt dazu. Das habe ich schon fertig. Wusste ich nicht mehr. Habe ich fertig und wusste es nicht mehr. Ich überlege gerade, wo ich das jetzt alles irgendwo am besten unterbringe, dass ich es auch mal wiederfinden kann. Dann habe ich, was habe ich denn hier noch? Hier ist auch noch irgendwas drin. Einen Moment, ich gucke mal eben. Ah ja, da sind noch so winzig kleine süße Bilder drin. Die sind richtig süß. Richtig niedliche kleine Schneebilder. Guck mal hier. Richtig süß. Süß. Sweet, so sweet. Die Seite wird so süß. Ach du liebe Zeit, macht sie das niedlich hier. Ja, wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Ich bemühe mich, um die 30 Minuten Film zu machen und das nicht zu überschreiten. Jetzt bräuchten wir da so ein bisschen Skizze oder irgendwas. Problem ist, dass jetzt auf der Erde die ganzen Weihnachtssachen ausgebreitet liegen. Auf der Erde drupp.
Ach, das ist zu groß, gell? Wir nehmen das hier. Oder? So ein Stückchen Spitze wird doch wohl. Schere, Schere. So ein Stückchen Spitze. Reicht schon. Brauchen wir gar nicht viel. Brauchen wir gar nicht so viel Gehampel machen. Okay? Ein so ein Stückchen. Wir brauchen es jetzt ja auch nicht übertreiben hier. Ja, also die Idee, dass ich mir jetzt da so kleine Taschen oder kleine Briefe oder ähnliches. Wie rum gehört das? Mal eben schauen. Es gehört so rum. So kleine Sachen damit reingebe, finde ich jetzt sehr schön. So. Ach, komm her. Jetzt kommt es nicht hoch. Ich will es jetzt hier nicht so drauf geflitschert haben. So, so, so. Och, finde ich süß, ganz ehrlich. Finde ich richtig niedlich. Guck mal. Da braucht man gar nicht viel mehr machen jetzt. Ich glaube mal, wir lassen die erste Seite, wie sie ist, ja? Wir lassen sie, wie sie ist. Also, ich kann jetzt hingehen und mal ein paar Sätze schreiben. Und ich habe genug Papier, sodass ich das immer machen kann. Kann hier noch... wie seid ihr noch in der Kamera? Tut mir leid. Kann hier noch ordentlich den Briefumschlag reingeben, wenn ich noch irgendwas finde, was mir gut gefällt. Kann hier schreiben, kann mir die Sachen schön anschauen, kann umblättern und fange hier, das wäre dann die Seite Nummer 2. Die finde ich super schön. Ihr seht, das sind alles Papiere von La Blanche und Kraut und Rüben. Und das ist neu dazu gekauft. Das war dieser neue Weihnachtsblock, den ich habe. Und ich habe genauso viele Seiten, wie ich jetzt brauche für December Daily, plus eins für Neujahr. Ja, diese Seiten von der Flo zählen nicht als Schreibseite, sondern nur die von La Blanche und die von dem neuen. Und dann kommt dann immer eine Nummer drauf, so wie ich das jetzt hier, upsala, wie ich das jetzt hier gemacht habe, dass ich weiß, Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3. Hier ist zum Beispiel sehr viel Kraut und Rüben. Da würde ich mir vielleicht irgendwas überlegen, wenn ich was in der Zeitung finde, was ein bisschen größer ist, zum Beispiel so. Ne? Mal gucken, gestalte ich dann. Oder mache eine Collage drauf oder so irgendwas. Ne? Hier könnte ich jetzt wieder so eine Art Tasche dran machen. Das machen wir aber dann, morgen. So, das wäre meine erste Seite. Und jetzt will ich ganz schnell versuchen, ob ich an diesen Adventskalender rankomme. Ja... Könnte gelingen. Einen Moment. Ich bin doch ein ordentlicher Mensch, das kann man nicht anders sagen, gell? Das ist mein Adventkalender gewesen. Und da ist er, da fängt er an. Das ist, seht ihr? Das ist der erste, den ihr gleich, der hat noch so Steinchen drauf. Der ist in echt in Papier gemacht, ne? Und ich will jetzt nicht zu viel verraten, aber es sind wirklich alle, sind da im Papier, in Papierform. Ne? Das war mein Adventkalender, den ich mir selber gemacht hatte vor einigen langen, langen Jahren. Da habe ich noch gar nicht fotografiert und nichts. Da habe ich den mal gemacht. So, das war der erste Advent. Ich wünsche euch allen eine besinnliche und frohe Adventszeit. Ich wünsche uns allen, dass wir keine so großen Sorgen haben und dass wir gut durch die Zeit kommen. Viel gemütlichen Kerzenschein. Schönes Tässchen Tee und ein bisschen Gebäck dazu. In diesem Sinne sage ich für heute Tschüss. Macht's gut!